Herzlich willkommen zur nächsten Folge auf der Karte auf dem Marsch. Wir machen jetzt weiter in der Arbeit. Ich habe kurz getestet mit den Kühen, also es liegt nicht am Stall, es liegt nicht an den Kühen. Es wird irgendwann angezeigt, der Stall ist 100% sauber und die Kühe werden wieder gesund. Langsam. Also wir können im Grunde nichts machen. Wenn das Futter aufgebraucht ist vom Stall, dem neuen Stahlprinzip, Nummer 3, wird er wieder verkauft und entsprechend ja, eingeebnet, kann man sagen. Ich schaue mal jetzt, was wir noch alles machen müssen, Düngen und Unkrautbekämpfung. Fangen wir in der Feld 1 an. Den Hänger stellen wir irgendwie ab, irgendwo, wo er nicht stört. Hinter dem Gebäude. Schauen wir mal, wo unsere Giftspritze ist. Oh, das ist gut. Wenn wir einen Traktor haben mit Pflegebereifung, können wir den gleich nehmen. Ansonsten müssen wir den. Ach, da ist ja die Spritze. Aber die Pflegebereifung. Ich jetzt keinen. LKW. Der hat auch keine. Noch nicht. Der hat es noch an Arbeit. Das hier war noch, hier ging noch nichts düngen. Gut, dann machen wir den auf Pflegebereifung. Ist ja kein Problem. So. Nö, da werden wir jetzt mal ganz kurz die Feldarbeiten erledigen. Was man zu machen ist. Und total weiter. Schauen wir weiter. Boah, das sieht gut aus. Ja. Ansonsten mal kurz schauen, wie gerade gestartet ist. Gras haben wir an sich nur hier vorne ein bisschen Rest, aber das lohnt sich ja nicht. Also, wir haben alles weit ausgesät. So, 13 muss noch gedüngt werden und die 1. Unkraut bekämpfen werden müssen. Naja, das lohnt sich ja echt nicht. Hier ist ein bisschen mehr. 13 ist auch nichts. Die 19 gehört uns nicht. Ne, Unkrautbekämpfung, das ist das lohnt sich nicht. Und die 1 könnten wir bekämpfen machen, okay. Machen wir die 1. Ja, der ist voll, alles gut. Gehen wir gleich auf 1, dann ein bisschen höher, wenn ich mir ansehen kann. Ne? Gehen wir auf die 1 und dann geht das los. Ja, noch ein bisschen Gras zu sehen. Aber nicht so schlimm. Hier machen wir mal ganz kurz den Kurs. Ich habe heute auch den aktuelle Kursversion geladen.
schauen wir, wie er um die Ecke kommt, ne? Dann war jetzt ein Problem. Ja. Das wird schon schwierig. Oh, geht super. Aber die Ecke meistens klappt nicht. Meistens. Ha, geht nicht weg und drauf. Das geht nicht weg. Shit. Wieso geht das nicht weg? Ja. Das ist schon ein bisschen komisch. Wenn das nicht wirkt, dann wirkt das nicht, ne? Können wir uns die Arbeit sparen. So, Düngen klappt auch nicht. Jetzt schauen wir nach den Kühen, was wir jetzt noch machen könnten, theoretisch. Also praktisch geht da weiter nichts. Geht nichts. So, wie man sieht, die Kühe sind noch relativ krank. Also krank, also nur 200% Gesundheit. In meinen Tests, was ich gemacht habe, hatte ich noch Kühe gekauft für die anderen beiden Ställe. Und hier ist die Sauberkeit 0. Ich kann nochmal mit meinen kleinen Fahrzeug reinfahren und in den Stall, den zweiten. Die ersten beiden sind keine Kühe. Gucken, ob genug Wasser vorhanden war. Wasser, Stroh ist genug da. Silage, Heu auch. Gut, Gras nicht, aber das kommt garantiert gleich. Machen wir sauber. Das haben wir mal rein. So sehen wir anfangs nichts. Das ganze Gras platt gefahren, mehr oder weniger. Aber gut. Aber hier ist kein Mist zu sehen. Also. Sonst würde nämlich hier die Schaufel voll werden. Mit Silage zum Beispiel. Macht die Gülle auch nicht da. Gut. Mal jetzt gucken, was wir noch machen könnten. Kaum lohnt sich jetzt nichts. Stroh haben sie gerade bekommen. Reifestatus. Dunkelgrün ist es hier, also da würde es vielleicht was gehen. Könnte man anfangen, vorbereiten, aber wir werden erstmal jetzt schauen. Der Düngerstreuer, die 13 schicken. Weil ich halt probiert gehabt, hier zeigt keine Wirkung. Das haben wir auch letztens eingesehen. Haben wir auf die 13. Dann kriegen wir 13 fahren und dann da ein bisschen gucken, ob das geht.
in der Mitte, da hätte noch was gefehlt. Können wir auffüllen, damit wir gleich auch gleich erledigt haben. Also Stahl und so ein bisschen Geld gekostet, also. Meinen zweiten Stall wollte ich so oder so bauen. Aber nicht unbedingt gleich, ne? So, geht rein, ne? Naja, nicht ganz so gut. Reicht aber auch. Hängt der jetzt fest? Ach so, hier. Das ist typisch. Lässt er mir offen. Er ist damit gefahren. Ah, ich war das. Oder oh, musste erstmal was wachsen, damit man Unkoppel kämpfen kann? Ich weiß auch nicht. Was nicht geht, geht nicht, ne? Können wir Holz haben? Ach, könnten wir Stoppenfräsen machen. Das können wir machen. Das können wir machen. Auf 13 hatten wir ein bisschen Gärrest ausgebracht. Leider sehr zeitlich sehr aufwendig, weil es zu weit weg von der BGA ist. Hätte ich mit dem Zubringer fahren müssen. Aber hier ist noch nicht gewachsen, wollen wir gleich anfangen. Lass ich mich stehen. So, dann geht mal Dings hin. So, eine Stoppenfräse habe ich noch nicht. Aber die kaufen sie dann gleich. Ich wollte ja nach Möglichkeit noch aus Bäume pflanzen. Wo Sommer eigentlich wissen, naja, würde ich sagen. Nicht ideal ist, aber gut. Aber wir hatten ja genug Regen, ne? Jedenfalls mein Test war so, dass ich auf Schnellverlauf gemacht habe und dann entsprechend nach einer gewissen Zeit so plötzlich die Stelle sauber, die Anzeige jedenfalls dafür und dann wurden auch die Tiere wieder, also ist die Gesundheit besser geworden. Also können wir jetzt so laufen lassen, wie es ist. Wasser und Futter haben sie und der Rest machen wir später. Wir hätten auch Stall 1 noch ein bisschen Milch, das können wir auch noch verkaufen. Nicht, dass er noch sauer wird hier. Ach, die Dinger können wir auch noch verkaufen. Die Dinger haben ja nicht gepasst. Da wusste ich nicht, was das ist. So, schau mal. Was mit dem Müll gleich los kann. Steht nur im Wege. Die Baller, glaube ich, gewinnen hatten. Könnten natürlich auch Pech sein. Gut, da haben wir Glück gehabt. Das Gewicht wird von hinten liegen. So. Holz, diverses. Spezial. Tarnung. Das tauschen wir gleich. Das arbeitet sich vorne besser.
Eine Wolke voller Sonne, so dunkel. Obwohl hätten wir gar kein Gewicht haben müssen normalerweise, wir haben ein Heckgewicht. Also Räder mit Gewicht. So rum. So, auch zu unserem Wald. Später in der gucken, was Ton passt. Ja, Maschinen passt. Musik auch anscheinend. Temperatur passt nicht. Ja, da wird Unkraut alles mit ein bisschen schleierhaft. Aber ich denke mal, da wird schon was werden. Wenn man gewachsen ist, dann kann man vielleicht düngen. Beziehungsweise Unkraut bekämpfen. Da fehlen Bäume. Wer war das? Kein Kurs geladen. Keiner, passt. Oh, da fangen wir vorne an hier. Ein kleinen hier. So. Ja, was wir auch machen, ne? Sehe ich, dass gerade das funktioniert. Denn hier ist eine Stelle, wo man Bäume pflanzen könnte. Weil die Birke haben wir nicht weg. Das ist ein Unkraut im Wald hier. Ja, 4000. War nicht viel. Kräftiger Traktor ist gut. Der mäht alles weg hier. Wie warm ist draußen? 30 Grad im Moment, 28. Ja. Sollen wir endlich nächste Woche kühler werden. Ein bisschen Regen soll auch kommen. Brauche ich die Pflanzen nicht gießen. Aber die werde ich morgen gießen müssen, wenn kein Schauer kommt. Aber das ist ein bisschen Zeit. Ja, ein paar Fräsen hier, ein bisschen Stumpenfräsen hier. Platz ein paar neuen Bäume her, auch des Tages noch. Oder im Herbst. Mal sehen, wann der Zeit ist. Wenn er hier die
Ernte anfängt, da haben wir für keine Zeit. Entschuldigung. Ich. Mal die Klingelton und dann gewöhnen. Dann hat eine Nachricht. So. Holz, die Krähen sind noch da. Gas wäre jetzt vollreif gewesen, also ein bisschen zu spät für das, was ich vorhatte, wäre es zu spät gewesen. Das wohl nicht. Da ging mal weg. So, wollen die Vollanschub. Das soll es fertig gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Würde mich freuen über ein Wiedersehen und sage mal Tschüss und Winke Winke, ciao ciao, bleibt immer morgen, ciao.